Janina Mützenich bei mir im Studio vom Meinungsforschungsinstitut CW. Und Janina, wir haben es gerade im Beitrag gehört, jede Menge Diskussion über diese drei verbleibenden AKW. Sollen sie vom Netz gehen, sollen sie nicht vom Netz gehen? Wie sehen das denn die Befragten in Deutschland? Ja, die Frage nach den Atomkraftwerken, die schauen wir uns schon sehr lange an in diesem Jahr. Spätestens seit Ausbruch des Krieges gucken wir da ein bisschen genauer hin. Und wir haben mal eine aktuelle Frage mitgebracht, wo wir ganz konkret gefragt haben, wie stehen Sie eigentlich zu den noch drei laufenden Atomkraftwerken? Sollen die denn etwas länger am Laufen bleiben bis 2024? Da sind die Deutschen sich sehr einig. Wir sehen das hier in den Charts. 72% würden sagen, ja, die Laufzeit sollte verlängert werden bis 2024. 4% nur zeigen sich hier unentschieden und nur 24% sind dagegen, also nicht einmal jeder Vierte in Deutschland. Und was ganz spannend ist, ist in den Detailauswertungen zu sehen, dass die Zustimmung für eine längere Laufzeit tatsächlich über fast alle Parteianhängerschaften hinweggeht, mit Ausnahme der Anhängerinnen und Anhänger der Grünen. Aber vor allem auch, dass insbesondere die jüngeren Menschen in Deutschland, also auch die 18- bis 29-Jährigen, sich das mehrheitlich vorstellen können. Was sagen denn die Befragten zu einer Preisobergrenze für Öl und Gas eigentlich? Ja, eine Preisobergrenze, da kann man ja eigentlich schlecht Nein sagen. Wenn es etwas günstiger gibt, dann neigen die Deutschen dazu, auch Ja zu sagen. Und das sehen wir hier recht deutlich auch in dieser Umfrage. 79%, also knapp 80%, würden eine solche Preisobergrenze für Gas und Öl als positiv bewerten. Gerade mal 12% sind unentschieden. Negativ betrachten das auch gerade mal 9%. Also auch hier ist das Bild wirklich sehr eindeutig und dementsprechend nicht verwunderlich, auch durch fast alle Parteianhängerschaften sehr, sehr ähnlich verteilt. Janina, am Sonntag wurde ja jetzt dieses lang erwartete dritte Entlastungspaket von der Ampelregierung vorgestellt. Da gibt es ja viel Kritik auch daran. Was sagen denn da die Befragten zu? Ja, wir haben uns mit zwei Fragen dem Entlastungspaket genähert. Zum einen haben wir hier mal gefragt, wie bewerten Sie denn ganz allgemein das Entlastungspaket? Und da sehen wir, dass 22% zufrieden sind, weitere 22% noch nicht so richtig eine Meinung haben, sich hiermit unentschieden zuzuordnen. 56% sind unentschieden. Und da sieht man dann doch, es ist viel Gutes dabei. Etwas mehr als jeder Fünfte empfindet das als ein positives Entlastungspaket. Allein die Tatsache, dass hier etwas mehr als jeder Fünfte aber auch unentschieden ist, zeigt, dass es vielleicht in der Gänze noch nicht richtig verstanden und aufgenommen wurde. Und es gibt eben auch eine große Unzufriedenheit. Fühlen sich denn viele tatsächlich durch diese Maßnahmen, die angekündigt wurden, sagen die meisten, ja, dadurch werde ich wirklich spürbar entlastet? Das war sicherlich auch die Vorstellung der Konstrukteure des Pakets, denn es sind ja viele Einzelmaßnahmen, die sehr konkret unterstützen sollen. Aber tatsächlich würden gerade einmal 11% sagen, dass sie sich im Alltag entlastet werden fühlen. Unentschieden sind hier 12% und 77% sagen, nein, diese alltägliche Entlastung, die werde ich nicht sehen. Also da wird das mal ganz spannend sein zu beobachten, ob sich das im Laufe der Zeit vielleicht noch verändert. Also diese 77%, ich glaube, die Ampel hätte sich das so ein bisschen anders vorgestellt. Auf jeden Fall, Janina, ganz herzlichen Dank für diese doch sehr interessanten Zahlen. Danke. Sehr gerne.